Ah, das Dorf heißen Tschernobled. Heute probiere ich ein paar Trash-Games aus. Kann man Trash-Games sagen? Unter anderem Slav-Simulator, Sitting-Simulator. Was haben wir noch? Smoking-Simulator, Sitting-Simulator. Okay, lass mich überlegen. Also wir haben hier Normal-Chair, Toilet-Chair, Rocking-Chair und Dubstep-Mode. What the fuck? Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Normal-Chair an. Room, City, Mountains, Desert, Moon. Ich habe innerhalb dieser Situation mehrere Fragen im Kopf. Wo zur verfickten Hölle ist die Tür? Wo zur verfickten Hölle ist überhaupt irgendein Gegenstand? Warum habe ich keine Beine? Das sieht aus wie ein Folterkeller. Ach, und weitere Frage, wo kommt das Licht her? Hier ist nicht mal eine Lampe. Das ist der leerste Raum, den ich je gesehen habe, jetzt mal ohne Witz. Ja, keine Ahnung, also ich kann mir gut vorstellen, dass man in diesem Raum, auf diesem Stuhl, sehr gut zur Ruhe kommen kann. Kebab. So fängt jeder Porno an. Spaß. So fängt jeder Horrorfilm an. So, dann probieren wir mal Normal Chair in the City. Ach, ja Leute, kennt ihr das? Ihr geht in die Stadt, nehmt einen Stuhl mit und setzt euch einfach hin. Sieht aus wie Köln, hat jemand geschrieben. 1:1, Leute. Das da vorne ist der Kölner Dom. Ja, sieht aus wie bei Odyssey. Oh mein Gott, Leute, das ist New Dawn City. Das mag euch jetzt vielleicht banal vorkommen, mitten in der City auf einem Stuhl sitzen und so weiter und so fort. Aber das ist das Schlauste, was man machen kann, weil überleg mal. Das Leben heutzutage ist so hektisch, jeder hat es eilig. Was spricht dagegen, einfach mal sich mitten in der Stadt hinzusetzen? Einfach mal runterkommen. Eventuell ein bisschen meditieren. So, ich würde mal sagen Toilet Chair, oder? City. Der Typ kann sich glücklich schätzen, dass hier weder Passanten noch Autos sind. Kann das irgendein YouTuber mal als, keine Ahnung, Challenge oder Prank machen? Einfach mitten auf der Straße kacken. Mountains. Ah, jetzt mal ohne Spaß, Leute, das finde ich übertriebenst chillig. Das ist, glaube ich, der beste Ort, um zu meditieren. Setzt euch aufrecht hin, macht die Augen zu und lauscht meiner Stimme. Kauft IP-Merch, Anana. Blickt nach oben, genießt den Himmel, die Sonne blendet mich. Dann zieh eine scheiß Sonnenbrille an. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt Love Simulator, oder? Da kommt der Gopnik aus mir raus. Yo, wenn ich das schon sehe, da muss ich mich für vorbereiten. So, meine Freunde, ich zeige euch, in welchem Dorf ich hier aufgewachsen bin. Wir haben hier die Möglichkeit... Oh, Putin, ich liebe Putin. Okay, guck mal da, das sind meine beste Freundin. Vlad, Dimitri, Sergei, Kostya und Anton. Ich habe keine Familie, weil meine Familie gestorben im Krieg. So, und das ist mein Haus. Ich habe Haus selber gebaut. Guck mir doch mal, was im Kühlschrank ist. Ich hoffe Wodka. Ah, Wodka. Okay, gut. Und ich habe vorhin ein bisschen verkackt beim Kochen. Pfanne sieht nicht mal so gut aus, aber ich glaube, man kann sie noch benutzen. Und da ist mein anderer Freund, Putin. Hallo, Putin. Die Grasanimation, sehr realistisch. Da ist mein anderer Freund, Putin. Ja, das ist unser Park. Da gehe ich immer mit Kindern spazieren. Manchmal, sie springen in den Sumpf und kehren zurück mit drei Armen. Wie das Dorf heißen? Ah, das Dorf heißen Tschernobled. Und das früher mal gewesen mein Auto. Lamborghini Diablo. Man sieht genau Lamborghini Diablo, aber es hat ein bisschen deformiert durch giftige Sumpf. Das ist unsere Jugendherberge. Unsere Jugendherberge ein bisschen runtergekommen, aber Wodka ist immer am Start. Ach, Putin, hallo. Wird Anus. Ich glaube, er redet von meiner Frau. In Slav, wir teilen ein bisschen. Internet. Hallo. Ich kaufe eine AK. Oh, wir haben nicht genug Wodka. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wodka. Das ist übrigens mein Freund Putin. Was passiert, wenn ich sein Wodka wegnehme? Die Rückseite eines Fernsehens anzusehen, ist manchmal spannender als die Vorderseite. Das ist fucking deep. Übrigens, das ist mein Freund Putin. I hate people. Und deswegen, du stehst in der Ecke. Ich glaube, du musst mehr tun für dein Selbstwertgefühl. Die regen sich nicht mehr darüber auf, dass ich dir Wodka einfach wegnehme. In Tschernobled, man teilt. Sowohl Frauen als auch Wodka. Aber ich bin intelligent. Ich bin doch intelligent. Bled! Er hat meine Ehre beleidigt. Das ist nicht Putin. Wer ist das? Amerikaner. Ich wohne seit Ewigkeiten in Tschernobled, aber ich mich immer verirren. Zu viel Wodka. Kaputt machen meine Gehirnzellen. Ich habe ihn repariert. Was gucken wir hier? Was ist das? Oh, der sieht ein bisschen aus wie Putin, aber das ist nicht Putin. So, was ist das? Haben ihr das gesehen? Das sah aus wie Dildo. Putin? Was hast du damit angestellt? Es kann nicht sein, dass hier keine Club ist.
Ich will Tanzbein schwingen. Das ist ein Überfall. Ihr gebt mir eure Fernseher oder ihr sterben. Wer ist das? Das ist nicht Putin. Stirb. Warum doch noch leben? Das macht keinen Sinn. Ah, Brot. Ihr wisst, was das ist, Leute? Das ist eine Dusche, die jeder in Tschernobyl benutzen kann. Man geht dahin und dann ein bisschen duschen. Kalinka, 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 Maya. Weitergehen. Und auch in Tschernobyl, wir haben viel Natur, wie ihr seht. Ich glaube, ich habe Club gefunden. Ist das Club? Habt ihr das gesehen? Блядь. Что вы делаете? Что вы делаете? Ich habe keine Lust, dass Satan auch wohnt in Tschernobyl. Das kann nicht der Russe, wenn er das nicht heben kann. Was ein Weichrei. Aber ich nicht aufhören, hier rumzu... In Tschernobyl, es herrschen Gang Wars. Ach, Kino. Kino. Cars Life 3. Wer kennt ihn nicht? Was ist das? Nu, pagadi, ist besser. Putin, wach auf! Er schläft tief und fest. Das Museum von Tschernobyl. Hier liegen immer Kalbaska rum. Mona Lisa mit Trumpi. Das ist übrigens das Original. Hier wohnt mein Freund Putin. Aber ich kann ihn nicht finden. Was ist das? Americano. Ich glaube, Leute, hier findet eine Invasion statt. Erstmal Schrank reparieren. Gern geschehen. Wo ist mein Geld? Putin, gib mir mein Geld. Mich nicht interessieren, gib mir Geld. Übrigens, wir haben ein bisschen Stück von Berliner Mauer mitgenommen. Als Kulturgut. Das Berliner Mauer. Hätte sie meinen, das Fälschung. Aber hier in Tschernobyl nix Fälschung. Hallo, hallo Freunde. Oh, Freunde, Freunde. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich mochte euch nicht stören. Ich suche nur Club. Habe ich Club endlich gefunden? Wo bin ich? Was zum Teufel? Lass mich gehen, lass mich gehen. Ich bin gestorben. Okay, wir probieren das nochmal und diesmal finden wir den Club. Neuer Tag, neue Kalbaska. Es gibt in Sibirien eine Großstadt. Ich glaube, das ist die nördlichste Großstadt auf der Welt. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von Norilsk. Das sieht wirklich übertrieben runtergekommen aus. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Also das ist die nördlichste Großstadt. Gebt euch das mal, was ist das? Was ist das? Aber es erinnert mich irgendwie an meine alte Heimat. Yo, das sieht einfach nur aus wie ein riesengroßes Gefängnis. Die Lebenserwartung der Menschen, die dort leben, ist nicht sehr hoch, weil die Stadt viel mit Chemikalien zu kämpfen hat, Luftverschmutzung und so weiter und so fort. Ziemlich abgefahren. Das ist unser Großmeister, Donald Trump. Erstmal nach Supermarkt Kalbaska kaufen. Ein bisschen Chebureki, ein bisschen Mante, ein bisschen Pilmeni, ein bisschen Borsch. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Ah, Plov, Plov vergessen. Und Wodka mitnehmen, weil Wodka umsonst. Heute, wir machen lecker Plov mit Borsch. Hier wurden jemand verprügelt. Das wahrscheinlich Amerikaner. Ich habe den Loot einfach mitgenommen, obwohl sie ihn verprügelt haben. Das ist unser Baggersee. In diesem Baggersee wird schon viel geschwommen. Es ist gesund. Die Fische, sie sehen manchmal ein bisschen komisch aus. Manchmal, diese Fische, die haben drei Augen. Ich kann nicht verstehen, aber das Naturwunder. Und davon ich arbeite. Das Kraftwerk. Hallo, Putin und Putin. Wie gehen euch? 2000, das ist nichts. Ich habe in die 2000 gebadet. Я не могу найти клуб. Эй. Ты знаешь, где я могу найти клуб? Ты спишь? Ich glaube, Club nicht im Industriegebiet. Das wäre ein bisschen unlogisch. Aber ich zum Glück kluge Kopf. Ich habe einen staatlichen IQ-Test gemacht. Staatliche IQ-Test gesagt haben, ich habe Intelligenzquotient von 30. In Tschernobyl, das hochintelligent. Was das? Das Puff oder was? Oh, ist das ein Club? Hört ihr das? Putin, Putin, tanz mit mir! Wir genug gefeiert haben. Jetzt ist ein bisschen schwindelig. Aber das ist wirklich Club gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist nur Hausparty. Leute hier in Tschernobyl, sie wenig feiern. Das ich finde ein bisschen schade. Ah, wunderschöne Bäume. Kerngesund. Das ist früher mein Haus gewesen. Aber egal. Ich werde dieses Haus wiederbekommen, aber ich muss vorher waschen. Ich muss vorher sauber machen. Wir, die jetzt werden verlassen Tschernobyl. Was ist das? Wo bin ich? Dieser Ort sich nennen Kiwi. Und in Kiwi, ich habe keine Freunde. In Kiwi uns jeder hassen. Ja, ich muss zugeben, Kiwi bisschen hässlich. Köln-Chorweiler? Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl,
dass wir hier noch einen Club finden. Ohne Witz, das ganze Land hier besteht aus Chemikalien. Hier wächst ja nicht mal Gras. Mein Stream lag, hat jemand geschrieben. Ich glaube, dein Stream kann die Aufforderung nicht handeln von dem Game. Dann gebt ihr mal die Grafik. Das kann man schon nachvollziehen. Wir haben zumindest eine Art Club gefunden. Gras-Simulator. Jetzt bin ich gespannt. Start. Soviel ich weiß, sind wir ein Grashalm. Alter, wir können uns bewegen. Wir sind ein Grashalm, das sich bewegen kann. Freiheit! Wir sterben, wenn wir ins Wasser springen. Weil wir als Grashalm keine Luft kriegen. Das war Gras-Simulator. Es hat echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.